Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Zunächst mal möchte ich aber meine Pflanzen hier versorgen. Das ist ein Farn und wir haben tatsächlich von dem Bergpalme mal was übrig gehabt. Und die habe ich jetzt vor kurzem hier mit beigesteckt. So, ist sie wieder versorgt. Reines Wasser verwende ich jetzt hier. Und das nächste Mal bekommen sie wieder Dünger. Ich mache das immer so ein bisschen im Wechsel, damit sie nicht zu viel bekommen. Denn Farne sind auf jeden Fall, wie soll man es sagen, sehr genügsam. Ne? Ich weiß, ob das schon mal aufgefallen ist. Es gibt sogar Farne, die wachsen zwischen Mauerfugen. Ne? Ganz tolle Sache, muss ich sagen. Also ich gucke aber mal kurz, was wir hier drin haben. Lass dich kaputt. Wir haben 19 Mikrosiemens hier drin. Tolle Sache. Mache ich gleich einmal sauber. Das heißt, nächstes Mal gieße ich die 400 bis 500er Variante rein, schluck wieder und dann ist gut, dann ist das Schätzchen gut versorgt. So, wir kommen heute in der Thematik zu dem grünen Becken. Jetzt habe ich vorhin einen Kommentar gelesen, wieso sind die Becken denn grün? Das ist gewollt. Wir haben damals unwissend ein grünes Becken uns herangezogen, könnte man sagen. Es war irgendwann grün und dann stand die Thematik halt im Raum, wie kriegt man das Grün weg, also die Algen weg und so weiter und so fort. Aber ich bin ein Mensch, der beobachtet gerne und lasse lieber alles so, wie es ist und gucke, ob die Natur sich selber hilft oder ob das vielleicht tatsächlich für immer und ewig so bleibt. Und wir sehen, es ist tatsächlich ein ewiger Evergreen. Ja, ever. Ne? Evergreen und das sogar fast schon in Neonfarben. Genauso wie hier unten, das kann man jetzt auch sehen, glaube ich, nicht, vielleicht, nein, dann vielleicht nachher. Hier genau dasselbe. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Garnelen in diesem grünen Wasser sehr gut wachsen, sich wunderbar vermehren und ja, es ist einfach fantastisch. Gut, man kann die Tiere jetzt nicht so gut beobachten, aber den Tieren geht es dementsprechend richtig gut, denn sie haben kontinuierlich Futter. Also das ist das Tollste überhaupt. So, das kurz dazu. Und jetzt kommen wir zu den grünen Becken hier. Was wir gemeinsam aufgesetzt haben, habe ich gerade einen Zettel wieder gefunden. Ich habe hier so viele Zettel rumfliegen. Manchmal suche ich die Zettel, weil ich nehme manchmal so wie jetzt diesen Zettel hier, ne? Dann gucke ich nach und so und lege den irgendwo hin hier vorne oder so und dann mache ich was und irgendwann, wo ist der Zettel, wo ist der Zettel? Und ich renne hier rum, ich habe überall Zettel liegen, den Zettel sehen aus wie Zettel. Ja. Ist dann so, ne? Ist halt so. Ist aber nicht so schlimm. Ist sowieso eigentlich nur eine Momentanaufnahme. Irgendwann ist das mit der Zettelwirtschaft auch vorbei. Das ist einfach nur zum Lernen jetzt. So, wir haben am 22.06. das Ganze gestartet. Ich wiederhole das gerne, weil das kannst du ja nicht alle Filme gesehen haben. Ne? Am 22.06. haben wir das Ganze gestartet. Und zwar haben wir aus Becken Nummer 7. Das ist nämlich dieses Neonbecken hier. Da haben wir Wasser rausgeholt und hier reingegeben. Wir haben Zoll dazu gegeben, also Garnelenzoll, kein Pflanzenzoll, ganz wichtig. Ne? Denn im Garnelenzoll sind keine Nährstoffe drin. Minimalistisch so, dass der Boden so eben bedeckt war. Mehr nicht, eigentlich können wir auch komplett darauf verzichten, aber in dem Fall habe ich es jetzt mal so gemacht. Und am 29.06., also gut eine Woche später, sind dann zwei eiertragende Caridina hier eingezogen. Die Super Crystal Red und eine ohne Eier. Ob das jetzt Männchen ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass halt keine Befruchtete in dem Sinne gewesen ist. Also sind also drei Tiere drin hier jetzt tatsächlich. Und die leben jetzt, was haben wir jetzt heute, ist der 7.6. Uhrzeit nehmen wir auch kurz mit. Wir haben jetzt 22.45 Uhr. Das ist so meine Filmzeit hier. Ja, also heute ist Wasserwechsel angesagt tatsächlich. Gut eine Woche das Ganze her. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Und dann kommen wir auch zu den Koi-Gubis heute nochmal. Denn das Phänomen hat sich tatsächlich wiederholt. Da ist heute nämlich auch Wasserwechsel angesagt. Aber das sehen wir dann. Wir machen jetzt erstmal die hier fertig. Und noch ein paar andere Sachen. Ach, das ist so fantastisch. Aber ich kann nicht alles auf einmal machen. Das ist nun mal so. Ne? Deswegen arbeiten wir jetzt eins nach dem anderen wieder ab. Und zunächst machen wir hier einen Wasserwechsel. Jetzt weiß ich gerade nicht, haben wir letztes Mal die Werte gecheckt? Pass mal auf, ich werde auf jeden Fall Wasser abzapfen erstmal, dass wir die Werte mitnehmen können. pH und Mikrosiemens checke ich jetzt sofort und Nitrat dann später oder jetzt auch gleich. Wächst so vor sich hin. So, warum ich jetzt rumgezögert habe, ist das hier, weil ich hier nämlich schon das pH-Messgerät drin habe bei den Koi-Gubi-Babys. Und dann gucken wir, wie das aussieht. Ja, der pH-Wert ist tatsächlich wieder runtergegangen. Ist aber noch okay, ist jetzt nicht so abgeballert wie sonst sonstigen Male. Wir haben aber auch Aquamonton schon etwas mehr dazugegeben hier. Wie gesagt, heute ist Wasserwechsel angesagt. So, da kann ich den nämlich jetzt mitnehmen und dann checke ich erstmal den grünen Kasten. Da haben wir den Wert hier von dem Gubi, Bibi-Gubi-Becken auf jeden Fall schon mal mit.
Die Begonia Amphioxus steht heute mal hier herum. Ja, ist so. So, das nehmen wir jetzt in eins mit, sonst wird das zu durcheinander hier. So, Mikrosiemenswert haben wir 300, na gut 320. Und es geht weiter. Hier sehen wir gerade sogar eine Garnele. Eine Super Crystal Red. Hier war gerade noch irgendwo eine. Ach, da unten. Da unten, siehst du mal. Vielleicht sehen wir es gleich ein bisschen besser. Also, wir sind soweit durch. Wie gesagt, Start. Kannst du auch nochmal ableben, 22.06. Ne? Und am 29.06. sind dann die Super Crystal Red hier eingezogen. Das ist jetzt heute. Ich habe es nochmal drauf geschrieben. Start. Grünes Becken. Wasserwechsel, 7.06. Ja, wunder dich nicht. Die Filme kommen ein bisschen später an, weil ich habe so viele mittlerweile im Vorrat. Okay, pH-Wert ist aktuell 5,58 und wir haben 214 Mikrosiemens. Das ist tatsächlich im optimalen Bereich. Wir haben das Soil verwendet hier. Ja, das kann man jetzt natürlich nicht wirklich sehen. Wie gesagt, eine ganz dünne Schicht. Das ist das 5,5er Soil. Warte mal, ich kann es dir mal eben zeigen. Hier unten steht es nämlich gerade rum von einem alten Projekt noch. Das ist das, was wir verwenden für die Garnelen. Nicht nur, auch für Pflanzen tatsächlich, wenn wir das denn brauchen. Ne? Paludarium, Terrarium, Vivarium, wie auch immer rum. So, okay, jetzt kommen wir aber zum Test. Nitrattest. Gut, jetzt haben wir hier natürlich eine Trübung drin durch... Oh, jetzt hätte ich ihn fast umgeschmissen. Weil es eben grün ist, das Becken. Ne? Deswegen haben wir jetzt schon mal... Na gut, aber ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. So, jetzt haben wir dann hier das Schätzchen, wo ich dann halt den Test mitmache. Ein bisschen an die Seite nehmen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ist ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, mit Grün ist das nicht so einfach zu messen, aber ich denke mir, ja gut, jetzt stehe ich natürlich im Schatten hier. Einmal kurz zoomen, ich würde sagen, es könnte schon fast passen. Schieb nochmal einen rüber. Ja, ich glaube, das passt. Wieder zurück. Jawohl, yep. Also wir sind hier bei 1. Siehst du wohl, ne? Funktioniert schon seit 2 Wochen tatsächlich das Ganze. Einlaufphase war, wie gesagt, 7 Tage. Eine Woche. Ne? Eine Woche war die Einlaufphase und dann kamen die Garnelen hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir in dem Zuge schon Wasserwechsel gemacht hatten. Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Müsste ich dann nochmal gucken im Film. Aber es ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Zumindest für alle, die es so mitgenommen haben. Deswegen ist es immer besser, wenn du dich für irgendwas thematisch wirklich interessierst. Schreib es dir auf. Ne? Das Video vielleicht, am besten auch den Zeitpunkt dann im Video, wann wir das gemacht haben. Speichere dir die Videos ab in einer Playlist. Und dann kannst du dazu jederzeit nachgucken, nachrecherchieren, was wir tatsächlich gemacht haben. Ich vergesse nämlich auch einiges und bei der Vielfalt, die ich mache, ist es fast gar nicht mehr möglich, sich alles zu merken. Wichtig ist nur, dass ich weiß, was ich mache. Darauf kommt es an und das ist halt jetzt der Moment. Und der Moment jetzt ist Tatsache, wir machen heute einen Wasserwechsel, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Aber wir machen es tatsächlich bei den Garnelen prophylaktisch einmal die Woche. Ganz wichtig nochmal erwähnt, egal was man macht, es muss das Verhältnis passen. Wasser zu den Tieren. Das ist ganz wichtig. Ne? Also das ist, jedes Becken läuft sowieso anders. Ganz klarer Fall. Jede Biologie funktioniert anders hier. Das siehst du auch im Pflanzenwachstum. Jede Pflanze wächst in einem anderen Becken anders. Ist so. Also schon kleine Kleinigkeiten können eine ganz große Veränderung hervorrufen. Und deswegen ist also schon wichtig zu wissen, dass man das angepasst machen muss. Egal, ob man jetzt die Tiere dazu zählt oder das Futter, das man dazu zählt oder irgendwelche Bestandteile, um das Wasser, ja, zu verbessern in dem Sinne. Alles muss angepasst sein zur Größe des Ganzen insgesamt. Okay, das heißt im Klartext, was wollten wir jetzt gemacht haben? Ach, Wasserwechsel. Jawohl, dann machen wir jetzt erstmal Wasserwechsel. Den ja, mache ich alleine. Aber die Werte nehmen wir mit von dem Wasser, was ich dann jetzt gleich reingebe. Ich zeige es dann doch, weil so ein paar Aspekte gibt es dann doch zu berücksichtigen. Wir haben ja ein Mutterquartier, das heißt also wir ziehen Mutters, Mütter ein, Mutters, lol, Butters bei Mutters, Mutters bei Butters. Hier kommen Eiertanten rein, ne? Die lassen ihre Babys ab und dann kommen die Eiertanten wieder raus und die Babys werden hier größer gezogen in dem Sinne. Dafür ist das Ganze gedacht und auch zum Lernen, ganz klarer Fall. So, im Normalfall nimmt man Schlauch, saugt ab. Ne? Wenn die jetzt aber nicht sicher sind, schon Babys drin oder nicht, dann nimm einen Filterschwamm, das ist hier so einer. Da habe ich so ein Gummi drum gebunden. Das heißt, das Gummi habe ich später drum gebunden. Ich ziehe den einfach mal hier über den Schlauch drüber. Wenn wir das jetzt, ups, nicht runterschmeißen. So, ne? Den habe ich also, den Filter hier drüber gesteckt, ein Gummiband drum gemacht und so kann man das Wasser raussaugen, ohne die Babys mitzunehmen. Jetzt habe ich nur dummerweise den Becher dahin gelassen, weil wenn du den mich rausziehst, dann ist im Schwamm natürlich noch Wasser drin, im Schwamm selber. Da tropft der dann überall durch die Gegend und dann setze ich den so in den Becher rein. Dann, ne?
Dann machen wir das jetzt auch so. So, Kanister habe ich hier stehen, dort kommt das Wasser rein. Dann sehe ich auch hinterher im Maßen, was ich dazugeben muss wieder. Ist das manchmal einfacher. So, also rein in den Schwamm und dann einmal ansaugen. Und dann holen wir jetzt Wasser hier raus. Wir werden in dem Zuge tatsächlich, das ist jetzt nämlich auch so ein kleiner Testversuch, ca. 50% rausnehmen, ist jetzt nicht notwendig. Also würden 20% reichen, vollkommen. Aber wir holen ja 50% raus. Keine Bange, den Tieren macht das nichts. Aber ich möchte wissen, wie reagieren die Algen da drauf? Ne, bei 50%, weil jetzt 50% rausnehmen, schaffen die Algen das sich dann trotzdem noch so zu vermehren, dass das Wasser grün bleibt? Und, oder aber explodieren die Algen wie verrückt? Und so weiter. Darum geht es dann thematisch tatsächlich auch. So, ich würde sagen, das sind tatsächlich schon 50%, jawohl. So, und jetzt haben wir den Schwamm und der ist natürlich tropfnass, klar, logischerweise. So, dann halte ich den Becher rein und kann den einfach abziehen hier. Und somit haben wir alles ordentlich und sauber gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die doch wichtig sind, um einem das Leben etwas leichter zu machen. So, und jetzt kommt Wasser rein. Wo habe ich mein Wasser stehen? Hier. Da habe ich vom letzten Mal noch ein bisschen übrig gehabt. Da steht auch GH drauf. Also wenn ich hier was übrig habe, ein Stück Crepe drauf, draufschreiben, ist besser, wenn man verschiedene Sachen hat. Hier ist jetzt GH drin, weiß ich. Ich hoffe, das Wasser reicht jetzt. Ich gucke mal eben. Ja, ist ein kleines bisschen mehr. So 1,5 cm vielleicht, aber ist okay. So, und das Wasser kommt da jetzt wieder rein. Das plödere ich jetzt natürlich nicht so da rein, klarer Fall. Weil sonst schwemme ich mir alles auf hier drin. Soll drin, weiß Bescheid, ne? Und wir wollen die Garnelen ja auch nicht in der Waschmaschine haben. Also lassen wir das behutsam rein. Das ist schon interessant bei manchen Sachen, was man so mitnehmen kann am Ende, am Rande. Am Ende sind wir lange nicht. So, hier bei unserem neongrünen Becken haben wir einen pH-Wert von 6,2. Ich habe gerade nachgemessen. Hier hatten wir ja die Werte gerade. Was hatten wir hier? 5 und was hatten wir noch? 5,58. Na, sagen wir 5,6. So, das heißt, also der Soil ist langsam ausgelutscht. Die Werte kriegen wir auf 5,5 nicht mehr hin. Das heißt, im Klartext rein theoretisch müsste man das Soil jetzt wechseln. Das ist ein Nachteil am Soil übrigens. Aber wir wissen schon, unsere Caridina vertragen ganz andere Werte. Also da ist noch lange nicht Ende Gelände. Von daher ist das soweit noch okay. Aber wer so drauf abfährt, auf diesen pH-Wert und dieses 5,5 bis maximal 6 haben möchte, der ist jetzt tatsächlich gezwungen, das Soil zu wechseln. Denn das Wasser selber, das wir dazugeben mit dem GH, also mit der Gesamthärte, ohne Carbonat, hätte wohl gemerkt, da kommen wir nämlich jetzt auf ein pH-Wert von 6,1. Ich lasse noch ein bisschen hängen hier drin, mal gucken, ob sich das noch ein bisschen einpendelt. Mikrosiemenswert habe ich jetzt hier tatsächlich im Wechsel, was wir jetzt reingeben, 200. Ich irritiere dich mal, ich hatte vorhin 240 drin und jetzt nur 200. Ja, wie ist das denn? Ganz einfach, ich habe ein bisschen Osmosewasser dazu geführt und dementsprechend bin ich jetzt auf 200. Und das ist so ein Wert, der schon ganz gut ist. Ne? Da hat man eine Toleranz. Besser ist das. So, ich habe dann aber Wasser wieder rausgelassen hier, um das mal auf eine Höhe zu bringen. Denn dann brauche ich da nicht beigucken. Ne? Ansonsten läuft mir das Ding nämlich über. Und das wäre natürlich ein bisschen Banane. So. Das heißt, wir lassen das Wasser jetzt einfach reinlaufen. Hier kann ich einfach reinhängen. Ich gucke mal. Ja, den kann ich reinhängen. So, okay. Also, dann kann das nur rauslaufen, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern muss. Kannst du noch nicht sehen, ne? Vielleicht gleich. Es wird nämlich was ganz Interessantes geben. Zumindest für alle die, die jetzt länger dabei sind. Oder gucken noch, ne? Für alle, die abgeschaltet haben. Ist dann Pech. So ist das manchmal, ne? pH-Wert geht tatsächlich noch ein bisschen runter. Ich lasse noch ein bisschen hängen hier. Hang-on, also Hang-on-Kasten. Wie komme ich jetzt auf Hang-on-Kasten? Da war mal was. Was war denn mit Hang-on-Kasten? Hat man da auch mal was gemacht? Hang-on? Irgendwas war da mal. Aber egal, komm, Quack mit Soße. So, ich hatte noch was anderes mit euch vor. Damit sind wir jetzt fertig und durch. Da brauchen wir nichts vermessen oder so. Aber ein kleines bisschen füttern werden wir gleich. Aber hier, wie gesagt, angepasst. Ne? Drei Tiere. Ganz bisschen, ganz bisschen. Ne? Das ist, und das ist eben das Schöne bei dem Staubfutter, das wir verwenden von Shrimp Baby hier. Ne, da kann man das kann man so fein positionieren. Wollte ich gerade ganz feine Portionen von machen. Ne? Ist also einfacher, als wenn du jetzt einen Stick nimmst. Das ist definitiv so. Ne? Wenn du hier so eine Tablette nimmst oder so, ne? Kannst du ein bisschen abbrechen. Oder, weißt du, und auch diese Sticks von Complete hier, die sind so riesengroß. Und da jetzt die passende Menge abzukriegen, dass das jetzt gerade für die drei Tiere reicht, versucht das mal mit Fingernagel irgendwie abzumachen. Forget it, ey. Oh, die duften so schön, ne? So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir füttern die jetzt mal hier. Dann können wir nämlich auch mal ein bisschen Garnelenschau heute noch machen. Ja.
So ist das. So, kriegen alle was heute. Hier kann tatsächlich auch ein größeres Stück rein. Hier hinten nicht so groß, da sind nicht so viele drin bei unseren Red Fancy Tigers. Habe ich ein kleines Stückchen übrig, das kommt in den Bokashi-Eimer. Ach so, übrigens, da wollte ich ja einen Film drüber gemacht haben, wie ich das gestartet habe. Ne? Ich hatte vor 3 Tagen damit angefangen. Das Dumme ist nur, ich habe den ohne Ton aufgenommen. Also das, was ich gemacht habe, ist eigentlich nicht so schlimm. Kann man nachvertonen. Nur, ich habe da keine Zeit für. Das ist das Problem. Heute war ich nämlich draußen, habe 3 Filme gemacht über Bonsai. Die wirst du wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben, wenn du denn dabei bist. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe mittlerweile so viele Filme im Vorrat, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber ist so. Ja gut, die Thematik Aquaristik ist natürlich schon nagelneu noch für uns, ne? Definitiv, auch wenn wir schon etwas über ein Jahr machen, das ist alles noch ganz neu. Und wir lernen immer noch sehr viel dazu tatsächlich und nicht vergessen, immer im Wohle, im Sinne der Tiere. So, hier unten auch. So, Dalle. Ansonsten ist jetzt... Die kriegen, wann war das, die Portion mache ich halbe hier, denn die sollen sich auf 2 Ecken verteilen, ansonsten hüpfen die alle aufeinander, das ist natürlich auch nicht so schön. Habe ich den Deckel gelassen hier. So, was gibt es denn heute noch, ihr Lieben? Ach, guck mal, euch schmeckt's, ne? Heute gibt es auf jeden Fall, ja, Liquid noch für die beiden Becken und Kruster Mineral. Außer die beiden Becken, wo wir Aquamonton verwenden, da kommt kein Kruster Mineral mehr dazu, weil ich das beobachten möchte, ob das dann dementsprechend auch funktioniert. Ne? Thema kennen wir zwar schon, aber trotzdem nochmal angesprochen, ganz kurz. Das machen wir heute nicht gemeinsam. Mit Buschenbad muss ich auch alleine machen, sonst komme ich nämlich vorwärts. So, da sind wir schon mal bei 6,03. Also wir kommen wohl auf pH 6 tatsächlich. So, Wasser ist gleich durch. Das Wasser ist noch grün dann tatsächlich im Becken, aber man kann die Tiere schon ein bisschen besser sehen. Jetzt sehe ich auch 3 Stück tatsächlich auf den Haufen. Die haben wohl jetzt gerade ein bisschen Angst und sammeln sich. So, okay. Jetzt sammle ich mich erstmal. So, sieht das Wasser jetzt aus? pH sind wir also bei 6 tatsächlich, ne? Ohne Soil. Das ist also nur Osmosewasser angesetzt dementsprechend. Mit dem GH+. Mal gucken, was wir hier am Mikrosiemenswert drin haben. Ja, ne, knapp 200, wie ich gesagt hatte vorhin. So, und bei der Thematik, wie gesagt, wir haben ein kleines bisschen Soil drin. Das ist jetzt nur eine Sache in dem Sinne lieber machen, aber wir haben ja noch ein Projekt am Laufen ohne Soil und da gucken wir dann gemeinsam heute auch nochmal nach, wie das dann da aussieht, nämlich bedingt dadurch und dadurch, dass wir also unsere Caridina nicht unbedingt unter 6 halten müssen, haben wir halt ein Projekt gestartet ohne Soil auch und das gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ein paar Tiere an hier, um die es hier eigentlich geht, ne? Um die Garnelen. Ja, toll. Nach wie vor geht es allen tatsächlich wunderbar. Wie gesagt, wir haben sie jetzt gerade gefüttert. Ach, die habe ich jetzt vergessen. Ha, die kriegen jetzt sofort was, aber die kriegen dann tatsächlich auch das Babyfutter. Habe ich hier nichts reingeschmissen? Oh, I'm so sorry. Gut, die kriegen gleich noch was. Ich habe es vergessen. Ja, ist so, ne? Aber die zeigen mir das dann ja tatsächlich, wenn ich sie vergessen habe. Ja, die haben gut Hunger heute. Die haben heute nichts bekommen. Jetzt bekommen sie halt tatsächlich mal heute Abend. Na, ist eigentlich schon fast Nacht wieder. Aber die muss ich jetzt nochmal extra füttern. Unsere Fische hier. Die Moskito-Bärblinge, die kriegen gleich extra nochmal was. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die was davon abkriegen. So, unsere Santas hier, die Super Crystal Red Santa, machen sich prächtig. Bei den Neocaridina gucken wir auch mal kurz rein. Haben wir kurz überall so ein bisschen geguckt. Aber die sind interessanterweise auch hier hinten viel unterwegs. Okay. Ja, so unterschiedlich kann das sein, ne? Die einen haben größeren Hunger, die anderen eben weniger. Das ist dann so. So, dann haben wir sie einmal gesehen. Ich wollte aber gerade noch irgendwas gesagt haben. Ja, ist eben die Vielfältigkeit. Da machst du nichts, ne? Das ist halt so. Pass mal auf. Ich werde da nochmal eben was einen reingeben hier, damit die auch da unten was kriegen. Zumindest schon mal kleine Stücke. Das ist zu wenig für die. Die kriegen 2 solche Stücke tatsächlich. So, plups. Blub, 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 blub. Rein damit. Und dann habt ihr auch was zu futtern. Ja, ist schon krass, dieses grüne Becken, ne? Ist schon crazy. Richtig crazy. So, gucken wir da gleich nochmal vorbei, wie das aussieht. So, ach so, das geht es ja jetzt hier richtig. So, wir sind ja in die ganze Thematik mit dem Becken eigentlich eingestiegen, soweit ich mich erinnern kann. Und zwar
ging es mir damals darum, diese Tiere, die jetzt hier drin sind, rauszuholen und zu selektieren, weil die so ein kräftiges Rot hatten. Ja, und die habe ich dann einfach in so einen Kasten reingepackt erstmal und ja, das hat dann funktioniert. Und hier, wie gesagt, kein Grund drin, kein Bodengrund, kein Zoll, nichts, ne? Ja, und das läuft schon sehr lange, das Projekt. Und zwar seit dem 5.4. Übrigens, ich vertue mich momentan mit den Daten immer, ich weiß auch nicht warum. Heute ist nämlich der 7.7. und nicht der 7.6. Lol. Das heißt also, hier gibt es gleich auch Wasserwechsel. Das habe ich vorhin mit einem anderen Zettel erstmal geändert. Ja, und in dem Zuge werde ich auch hier tatsächlich die Wasserwerte mitnehmen, um mal zu gucken, wie das dann tatsächlich jetzt aussieht. Genauso wie vorhin auch. Wenn schon, denn schon, dann gucken wir sie uns alle an. Ja, einmal, dass wir einen kompletten Überblick bekommen hier. Die White Pearl, wie gesagt, die kriegen zwei Haufen hier, sonst türmen die sich übereinander. Da müssen wir ein Hochhaus bald für bauen. Ja, ist so, ne? So, dass wir gesehen haben, dass den Tieren hier also auch wunderbar geht. Ja, ist schon ganz wichtig, das auch zu zeigen zwischendurch, ne? Aber nach wie vor krass anzusehen, wie die Steine hier sich ja in der Patina oder mit der Patina entwickeln. Das sieht total klasse aus. Aber okay, der Immersebereich macht sich auch wunderbar. Also bis dato würde ich sagen, sieht das gut aus, aber müssen noch abwarten, was da tatsächlich mal irgendwann rauswachsen wird. Tut sie jetzt nicht wirklich viel, aber sonst sieht das ganz okay aus. Die White Pearls. Es ist soweit, wir checken jetzt tatsächlich das Becken hier. Ich hatte vorhin eine kleine Pause gemacht. Ja, das ist 6,25. Das ist okay tatsächlich hier. Wie gesagt, hier ist also nichts drin in dem Sinn, also an Bodengrund. Ich muss mal eben raus hier, nicht, dass er mir gleich noch reinplumpst. Und dann nehmen wir mal kurz den Mikro-Siemens-Wert mit, wie der aussieht. Der liegt bei 200 und etwas über 230. Das ist okay. Aber es ist so dieses Maß der Dinge, ne? 200 plus etwas ist okay, weil dann kommt man da nicht so schnell in Schwierigkeiten. Also wenn man schon von vornherein um die 300 geht, dann kann es ganz schnell mal zu Schwierigkeiten kommen. So, also den Tier geht es richtig gut, muss ich sagen. Kräftige Farbe, ich bin echt mal gespannt, wenn die so weit sind, was dabei rumkommt. So zwei, drei werde ich wahrscheinlich noch finden in dem anderen großen Becken dazu. So, also ist heute das Wasserwechsel. Muss ich jetzt nämlich nochmal zeigen, das hatten wir auch schon mal gemeinsam gemacht hier bei dem Becken. Dann nehme ich tatsächlich einen kleinen Schlauch und sauge auch den Bodengrund hier dann mit ab, dass der Mulm mit rauskommt, weil es einfach sicherer ist. Okay. Ich zeige es dann doch. Ja, ist so. Ne, bevor ich dann gefragt werde, ja, aber in welchem Film hast du das denn gezeigt, wie du das machst? Ne? Einfach hier jetzt den Bodengrund absaugen. Auf die Garnelen so ein bisschen aufpassen. Das sollten wir auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt keine Babys drin, dann ist das auch nicht ganz so schwierig. Fliege, gehst du mal. Boah, die sind aber auch lästig dieses Jahr. Alter Schwede, du, ich sage dir. So, den Bereich habe ich jetzt fertig. Jetzt halte ich mal eben den Schlauch unten zu. So. Und dann. Fliege, gehst du mal. Also echt. Die ist aber echt lästig. Holla, die Waldfee. So, mal, ich schicke mal den Stein an die Seite, keine Angst kriegen, alles gut bei dir hier. So, und schon geht es weiter. Ja, und so gehe ich jetzt hier Stück für Stück vor und sauge dann den Bodengrund mit ab. Es wäre jetzt vielleicht nicht zwingend notwendig, hier das zu machen, aber wenn ich sowieso schon Wasserwechsel mache, dann nehmen wir das einfach mal mit hier. So, okay. Wasser ist raus, Becken ist sauber. Tiere fühlen sich pudelwohl. Was hatten wir vergessen? Jawohl, genau. Den Nitratwert zu checken. Und das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Ich muss allerdings noch ein paar Minuten warten. Und in der Zeit würde ich sagen, guck mal, den geht es richtig gut, ne? Richtig klasse. Gucken wir jetzt hier nochmal rein, wo wir vorhin das Futter reingeschmissen hatten, dass wir das nochmal sehen können, wie die Tiere hier drin leben und sich ums Futter streiten. Ja, ist schon eine tolle Sache, das zu beobachten, dass es also in diesem grünen Becken tatsächlich funktioniert. Wie haben wir das Becken damals grün bekommen? Kannst du dich noch daran erinnern? So, guck mal hier unten auch noch mal. Guck mal, ist das nicht herrlich anzusehen? Also die vermehren sich auch hier rasant. Das ist echt schon fast unglaublich. Die eine Blasse, die hat ihre Eier tatsächlich, nein, nicht die Eier, die Jungen entlassen. Warum die so blass ist, hatte ich mal erklärt, ne? Ja, und ich muss sagen, die Population entwickelt sich hier gigantisch. Das ist also, ja,
fantastisch anzusehen. Das macht solch eine Freude, die Tiere dabei zu beobachten. Das ist total irre. Crazy. Richtig crazy. Ja, das Becken hier läuft immer noch ohne Besatz tatsächlich. Da habe ich jetzt auch nicht die Eile mit, weil ich habe im Moment auch nicht so den Drang dahin, irgendwie was unbedingt machen zu müssen. Und dann bleibt das ganz einfach so. Ja, okay. Wie gesagt, hier bin ich gerade noch am Checken. Dann gucken wir hier nochmal vorbei. Also die hatten wirklich Hunger gehabt heute. Das hat man echt gesehen. Das ist schon so, ne? Guck mal, ach, da ist eine Eiertante. Siehst du wohl. Ich glaube, die hat man vor kurzem schon mal gesehen. Aber die darf ihre Jungen auch hier ruhig werfen in dem Sinne. Aber das macht schon Freude. Das macht richtig Freude, diese Tiere zu beobachten. Vor allem die Generationen, die sich jetzt hier so entwickeln aus der Wildform heraus. Das Becken darf sich so entwickeln, das soll sich so entwickeln. Wie die Kreuzungen entstanden sind, also die wilden Form, weißt du, ne? Hatte ich ja vor kurzem schon mal erwähnt. Und zwar aus den Aura Blue und den Super Crystal Red. Da kamen tatsächlich dann damals diese Wildfarbenen raus. Hier nicht, das ist wie gesagt unser Zuchtbecken. Das bleibt definitiv so. Klar könnte ich noch viel mehr andere Garnelen mir holen und züchten. Hast du nicht gesehen? Aber ich bin da nicht so drauf aus. Mich interessiert jetzt viel mehr die ganze Thematik drumherum bei den Tieren. Das ist mir erstmal wichtiger. Es geht hier nicht darum, die allerbesten und die teuersten Tiere heranzuziehen. Und nein, sondern die Thematik der Tiere insgesamt, also Lebensweise und wie man sie pflegt, wie man sie füttern kann und so. Das interessiert mich alles viel, viel, viel mehr. Hier siehst du auch eine Wilde drin, zwei sogar. Die sollen sich verpaaren hier, die beiden Weibchen, mit den Galaxy Pinto Red. Geschichte kennen wir eigentlich schon, ne? Aber ja, es ist schon krass. Und die holen wir dann wieder raus, die Weibchen, wenn sie Eier tragen. Ne? Das machen wir auf jeden Fall. Hier ist unser Mixbecken. Ja, das ist schon eine tolle Sache hier. Das ist die Kreuzung Galaxy Pinto Red, Super Crystal Red und dann mittlerweile auch schon aus den Kreuzungen. Das sind jetzt die Tiere, die du im Vordergrund siehst, die so weiße Streifen, schwarz-weiße Streifen haben. Das ist schon eine Generation weiter. Die sind gekreuzt worden dann tatsächlich. Die sind von der Wildform, wie wir sie jetzt vorhin gesehen haben. Meine Güte! Aus den Wildformen sind die entstanden. Ich zeige es nochmal hier ganz kurz. Hier sind die Wildformen jetzt drin, ne, die entstanden sind. Und hier haben wir dann halt die Weibchen rausgeholt und haben die dann nochmal verpaart halt mit denen hier, mit den Red Fancy Tiger und auch mit den Galaxy Pinto Red. So, genau. Und daraus sind dann nämlich diese entstanden, die wir jetzt hier sehen. Diese dunkelfarbigen, ne, mit den Weiß, Schwarz. Die sind daraus entstanden. Und die sollen sich jetzt mit diesen Kreuzungen dann dementsprechend wieder verpaaren, um da nochmal mehr Genetik reinzubekommen und vielleicht andere Farbvarianten herauszubekommen in dem Sinne. Und das wird also wirklich mega spannend werden. Das dauert aber. Das braucht Zeit und vor allen Dingen Geduld. Ne? Vor allem, wenn man dann tatsächlich was selektieren möchte, aber das noch in weiter, weiter Ferne. Das wird noch einige Generationen dauern. So, das nochmal kurz gezeigt, dass wir auch ein bisschen mehr von den Tieren heute sehen. Da ist noch eine Eiertante jetzt abgehauen. Ja, okay, und hier gucke ich jetzt nicht rein, weil da muss ich wieder suchen. Das dauert dann zu lange. So, okay, so wie sieht es denn jetzt aus hier? Ich glaube, hatten wir das nicht vor kurzem schon... Guck mal, schön, ne? Hatten wir das nicht vor kurzem schon mal gemessen? Ich glaube ja, ne? Da ist nämlich nichts drin. Da ist nicht ein bisschen Nitrat drin. Unglaublich, aber wahr. Funktioniert das tatsächlich ohne Soil, ohne Bodengrund noch besser? Das ist schon mal crazy, auf jeden Fall mitzunehmen. Ja gut, eins darf man nicht vergessen, das Becken läuft schon lange, ne? Also wirklich lange. Und zwar, jetzt muss ich nochmal gucken, seit dem 5.4. Das ist unglaublich, ne? Ist so. Seit dem 5.4. läuft das hier. Ja. Ich muss sagen, das ist eine richtig crazy Sache. Und damals habe ich das mit dem Wasserwechsel auch noch nicht so ganz genau genommen. Ne? Wenn man das hier sieht, 15.05., 24.05., dann 2.06., 9.06., 18.06. Ah, okay, also im Rhythmus haben wir jetzt schon. Aber interessant anzusehen, dass das Becken so stabil läuft. Das ist also schon ziemlich crazy. Ja, fantastisch. Okay, so langsam muss ich aber auch zum Ende kommen für heute. Das macht so viel Freude.
Ja, so ein paar genauere Sachen. Aquamonton, wie gesagt, verwenden wir ganz einfach, weil Mineralstoffe drin sind. Die sind natürlich nicht in irgendeinem Futter mit drin oder so. Und von daher gehen wir diese Thematik einfach an, um zu erfahren, inwieweit wir das Ganze verwenden können, ist Aquamonton halt ohne Mineralstoffe, die jetzt speziell für Garnelen sind, beispielsweise, ne? Wie das Crusta Mineral, das wir verwenden. Klar, im Liquicell sind auch Mineralstoffe drin. Das Problem ist nur, du weißt nicht, welche Mineralstoffe. Das weißt du eigentlich fast nirgendwo in dem Sinne. Deswegen, Mineralstoffe sind nicht gleich Mineralstoffe. Also da gibt es sehr unterschiedliche, verschiedenste Varianten tatsächlich, könnte man sagen. Also von daher, wichtig ist zu erfahren, mit was geht es den Tieren gut, mit was ja, leben sie lange und mit was vermehren sie sich gut und so weiter und so fort. Und das testen wir halt so ein bisschen aus und da sind wir halt momentan tatsächlich bei dem Aquamonton zum Ausprobieren. Bitte nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Okay. Und schick ist der Kasten wieder. Schon crazy, ne? Schick ist der Kasten wieder. So, dann gucken wir jetzt, was wir Mikrosiemenswert haben. Der hat sich jetzt nämlich verändert. Denn ich habe natürlich gegenreagiert, ganz klarer Fall, weil mir das eben zu hoch war. Jetzt kriegen wir es von der Seite nicht so drauf. Aber ich gehe mal eben einmal rum nochmal kurz, dass wir den Wert richtig drauf kriegen. Vielleicht von der Seite hier. Jawohl. Ne, wir sind also knapp bei 210, kannst du sagen. Das ist okay. Das ist so ein Maß, wo ich gut mit leben kann. Denn alles, was da drüber geht. Ja, ist halt, da muss man dann schon genauer gucken. Und von daher ist das hier auf die Art und Weise doch einfacher, wenn man den Mikrosiemenswert nicht zu hoch hält. Und zu der Thematik nochmal kurz erwähnt, ganz kurz. Ja, wie hoch muss der Mikrosiemenswert tatsächlich sein? Ja, es gibt Erfahrungswerte, ganz klarer Fall. Es gibt Empfehlungswerte, ganz klarer Fall. Aber soweit ich weiß, da wo die Tiere leben, da ist der Mikrosiemenswert gar nicht so hoch, wie wir den hier in den Aquarien fahren. Deswegen frage ich mich immer wieder mal, wieso ist das so? Wieso brauchen wir das? Klar, wegen den Inhaltsstoffen, die drin sind in dem in diesem ja, Aufmineralisierungssalz in dem Sinne. Klar, ne? Aber was ist notwendig? Und oder aber, was könnte man noch anders machen, um den Mikrosiemenswert runterzubringen und es den Tieren trotzdem gut gehen zu lassen? Das ist noch so eine Thematik, da werden wir noch lange dann dran rumdoktoren, denn da kann man nicht irgendwelche Experimente machen in dem Sinne. Schon, klar, aber doch im Sinne der Tiere. Und da wird es dann jetzt schwierig, ne? Weil da gibt es noch keine, ja, wie soll man es sagen, Erfahrungswerte, Anhaltspunkte. Könnt ihr auch die Scheibe mal wieder sauber machen, sehe ich gerade. Ja, okay. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Wir sind auf einem sehr guten Wege tatsächlich. So, Poseidon, irgendwann bist du auch mal dran. Aber jetzt ist schon wieder, ja, kurz nach 12, Viertel nach 12, 20 nach 20 nach 12. Ja, okay. Ich sammle mich nochmal kurz. Überlege nochmal, ob es noch was Wichtiges gibt. Koi-Gubi-Becken mache ich dann morgen früh. Wasserwechsel, das mache ich aber auch alleine. Da müssen wir nicht dabei sein. Das haben wir schon mal gemeinsam gemacht. Aber das ist schon krass hier, ne? Gut, bei der Umsiedlung der Koi-Gubbis, dann nehme ich euch dann mit, wenn die Babys dann ins andere Aquarium kommen. Es ist immer wieder herrlich zu betrachten, wie die Tiere sich entwickeln. Nur, man muss sich daran gewöhnen, dass auch mal Tiere sterben. Das ist ganz normal. Das gehört einfach dazu. Das ist auch so ein Erfahrungswert, den ich erst lernen musste, tatsächlich auch. Denn es tat mir jedes Mal weh, wenn ich wieder ein totes Tier rausfangen musste oder sehen musste, dass die anderen das aufgefressen haben. Das gehört zu der Thematik einfach dazu, denn so lange leben die Garnelen nicht. Und von daher sollte man das auf jeden Fall wissen. Es kann auch mal passieren, dass ein Tier mal gestresst ist oder so, dann kann das auch schon mal sterben tatsächlich. Also wenn die anderen Tiere es beispielsweise angehen oder dergleichen. Insbesondere dann, wenn man nicht ausreichend gefüttert hat, kann das auch passieren. Ja, Kannibalismus haben wir auch schon erlebt hier. Von daher ist das schon eine ganz wichtige Sache, Tiere ordentlich, regelmäßig zu versorgen. So, jetzt kommen wir zu etwas. Das ist. Jawohl, eine Tüte. So, zu einer Tüte gehört ein Gummi. Ja, ein Gummi und eine Box, eine Styroporbox und in dem Fall sogar eine richtig gute, muss ich sagen. Das sind übrigens diese, die ich immer verlinkt habe. Die sind richtig schön kräftig, dick. Ja, richtig kräftig und dick tatsächlich. Also die sind richtig genial, diese Kisten hier. Richtig toll. Übrigens, kurz erwähnt.
wenn ihr sowas zugeschickt bekommt, macht bitte nicht den Fehler, den die meisten machen, weil da ist ja hier ein Klebeband rumgewickelt, ne? Nehmt euch ein Messer und schneidet das hier auf, macht das nicht, weil ihr schneidet euch die Kisten kaputt. Ne? Sondern einfach irgendwo anschneiden und dann einmal drumherum abziehen, fertig. Und dann kannst du die Kiste aufmachen. Dann musst du also nicht mit dem Messer hier drum rumschnibbeln, dann machst du schön Styroporkisten hässlich mit. Denn die kann man immer wieder verwenden für ganz viele unzählige Sachen. Auch jetzt gerade für Getränkekühlen beispielsweise sind diese Boxen total genial. Und die kosten nicht viel. Ne? Also das ist schon eine richtig coole Sache und sind richtig stabil. Wenn du willst, kannst du auch verschönern von außen. So, warum zeige ich das? Ja, weil wir so viele Tiere haben und sie sich vermehren wie die Karnickel. Ja, eigentlich eher wie die Mäuse oder wie die Ratten, wie auch immer. Es werden einfach mehr, mehr, mehr und immer mehr. Und irgendwann muss ich auch gucken, dass ich dann an die Frau oder an den Mann bringe, ganz klarer Fall. Das heißt, demnächst werde ich es auch verkaufen. Ne? Aber, ja, nicht aber, sondern bettlich machen. So, wie der Weg da sein wird, das weiß ich noch. Das werden wir gemeinsam auch erleben tatsächlich. Aber ich möchte jetzt diese Box hier verlosen. Tada, jawohl. Aber nicht heute. Nein, das machen wir im nächsten Aquaristikfilm. Denn da muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie das genauer aussieht, weil ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Aber du weißt jetzt schon mal, im nächsten Aquaristikfilm sei dabei und sag allen Bescheid, die du kennst, die können für dich ja auch teilnehmen dann. Dementsprechend, wie das dann aussehen wird, das werde ich dir dann in dem Film erzählen, wie die Teilnahmebedingungen und dergleichen sind, damit du diese wunderschöne Tüte und das Gummi, was jetzt weg ist, bekommst und die Styroporbox. Ja, und aber auch ein paar Tiere. Da mache ich mir dann auch noch Gedanken dazu, welche ich dann nehme, voraussichtlich, ja logischerweise, es werden die Super Crystal Red sein, aus dem wunderschönen neongrünen Becken. Aber wie gesagt, alles weitere dazu im nächsten Aquaristikfilm. Also nicht verpassen, ne? Ganz wichtig, weitererzählen. Am besten umso mehr Leute du kennst, die für dich teilnehmen können, dann dementsprechend, umso eher hast du eine Chance, tatsächlich daran zu kommen, dann dementsprechend. So, vielleicht mache ich es aber auch so, dass ich doch welche von den Galaxy Pinto Red weggebe. Weggebe, hört sich auch blöd an. Abgebe. Oder machen sie beides. Können wir auch machen. Sehen wir im nächsten Film. So, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald. Hier aus dem Reich der Aquaristik. Dann haben wir das Rad jetzt mal so ein bisschen ins Rollen gebracht. Ich habe natürlich noch mehr Styroporkisten gekauft hier. Nicht nur eine einzige, ganz klarer Fall. Damit ich, wie gesagt, auch was hier habe, wenn jemand eine Anfrage hat, dann dementsprechend ich auch schnell reagieren kann und die Tiere auch verschicken kann. So, wenn du was Genaueres wissen möchtest, schreib mich per E-Mail an, wenn du Interesse hast, jetzt an, weiß Bescheid, ne? So, das heißt, hoffentlich vergesse ich nicht, die E-Mail-Adresse drunter zu schreiben. Spätestens, wenn ich den Film selber sehe, dann, ha, lol, kann manchmal ein, zwei Tage später sein. Wenn nicht, dann schreib einen Kommentar, du hast die E-Mail-Adresse vergessen. Dann packe ich die sofort runter, wenn ich dann gerade das machen kann. So, okay, dann haben wir das tatsächlich endlich von der Backe. Und die Kisten sind echt krass cool, also... Ja, ich war auch ein bisschen skeptisch, weil es sind jetzt die ersten, die ich bestellt habe, aber die sind wirklich total klasse. Hammer, Hammer Teile. Ja, auch als Aufbewahrungsbox, ne? Total super. Schön dicht. Rein theoretisch kannst du auch Wasser reinpacken, kleine Becken vormachen. Rein theoretisch, ja. Sollen wir es mal ausprobieren? Wir probieren noch einiges anderes aus hier auf jeden Fall. Wir sind lange nicht am Ende. So, ach, Sissi, jetzt habe ich es vergessen. Pass auf, ein kleiner wichtiger Fakt noch. Licht hat einen ganz großen Einfluss auf die Biologie. Das heißt aber nicht, umso mehr Licht, umso besser. Manchmal ist weniger Licht auch besser. Das Becken, wo wir jetzt null Nitratwert drin haben, steht hier unten im Regal. Klar, der Raum ist hell, es kommt also Licht dran. Aber es ist keine Aquariumbeleuchtung darüber oder eine Pflanzenlampe, sondern es steht tatsächlich einfach im Regal drin. Ja. Das mal so kurz am Rande mitgenommen. Ich denke, da werden wir auch noch einige Tests mitmachen, was Lichtmenge angeht. Klar, ganz genau messen können wir das nicht. Aber wir können schon sagen, hier so entweder unter der Lampe oder dementsprechend im Regal oder wie auch immer, da entwickeln sich die, können sich die Werte dementsprechend so entwickeln. Denn Licht hat doch einen ganz starken Einfluss. Nicht nur auf den pH-Wert, sondern auch auf die Biologie tatsächlich. Aber es ist nicht so, dass mehr Licht besser ist. Manchmal ist weniger tatsächlich mehr. Wie bei allen anderen Sachen auch. Aber... ja, eben dementsprechend alles regelmäßig, ne, schon wichtig. Also nicht tagelang im Dunkeln stehen lassen oder so, das geht natürlich nicht. Aber ich muss sagen, also das hat sich schon krass entwickelt hier, was wir erfahren haben. Klar,
Es sind Sachen, die wiederholen sich jetzt natürlicherweise auch, aber es ist natürlich auch genauso wie im Pflanzenreich, es wiederholt sich vieles und es festigt sich. Und das Schöne dabei ist dann natürlich, weil neuere Filme ja auch eher gesehen werden als ältere Filme, dass eben dadurch immer mehr oder auch neue Zuschauer dann in die Thematik mehr eingleiten in dem Sinne und nicht erst dann einen Film von vor 2 Jahren gucken müssen, ne, um zu verstehen, was hier eigentlich abgeht in dem Sinne. Okay. Ja, wird eine tolle Sache. Das ist also richtig krass. Ein paar Tiere hatte ich schon verschickt und das hat wunderbar geklappt, muss ich sagen. Also das finde ich toll, wenn man dann auch tatsächlich seine Tiere woanders zu leben, in dem Sinne, weiß.